Hi. Ja, immer wenn ich einen neuen Job anfange oder selbst was mache, bei dem ich mir eigentlich völlig sicher bin, dann kommt bei mir so ein Gefühl auf, das viele Kreative und vielleicht auch du kennst, das Imposter-Syndrom. Das Imposter-Syndrom beschreibt das Gefühl, eigentlich unfähig zu sein und dass es bei diesem Job jetzt aber wirklich auffällt. Ich denke, es liegt zu einem großen Teil daran, dass Kunst immer Geschmackssache ist und man bei kommerziellen Aufträgen immer versucht, den Geschmack auch wirklich vom allerletzten Mitarbeiter zu treffen, was natürlich utopisch ist. Und sich gleichzeitig aber auch nicht so sehr von seinem eigenen Geschmack entfernen zu müssen. Übrigens sind wir mit diesem Problem nicht alleine, denn 70% der Menschen kennen das Gefühl und hatten es schon mal. Aber bevor ich euch erzähle, wie ich mit dem Imposter-Syndrom umgehe, bitte abonniert meinen Kanal. Das hilft mir wirklich sehr, auch weiterhin Videos für euch machen zu können. Wie fast immer im Leben hilft Angst natürlich nicht dabei, sich zu verbessern und zu wachsen. Und deshalb habe ich in diesem Video ein paar Tipps und Tricks zusammengetragen, wie ich mit dem Imposter-Syndrom umgehe. Erstens, erkenne die Anzeichen und werd dir durchaus darüber bewusst, dass es schon wieder anfängt. Anzeichen können zum Beispiel sein, dass du denkst, dass du diesen Job nur bekommen hast, weil du Glück hattest. Vielleicht lähmt dich die Angst vor dem Auftrag sogar. Achte darauf, wie du über deine Arbeit sprichst. Bist du jemand, der sich vor anderen Menschen eher klein macht? Das hilft niemandem weiter und das ist eins der Dinge, die du aktiv verändern kannst. Du wirst dich wundern, wie andere Menschen dich plötzlich wahrnehmen, wenn du nicht mehr schlecht über deine Arbeit sprichst. Wenn man sich darüber bewusst wird, dass man diese Tendenzen hat, schlecht über seine Arbeit zu sprechen, dann kann man aktiv dagegen steuern. Bekomme wieder die Kontrolle über die Gefühle, die du gegenüber deiner eigenen Arbeit hast. Zweitens, konzentriere dich nur auf die Tatsache. Das Gehirn ist ziemlich gut darin, uns zu belügen und oft interpretieren wir Dinge und feine Nuancen, die wir bei anderen Menschen mitbekommen, die überhaupt nichts zu sagen haben. Wenn wir unter dem Imposter-Syndrom leiden, dann konzentrieren wir uns natürlich nur auf das Negative. Konzentriere dich auf die Fakten und auf das, was Kunden wirklich sagen. Was mir sehr gut hilft, ist ein Dankbarkeitsjournal. Damit bin ich gezwungen, jeden Abend 3 positive Erlebnisse aufzuschreiben. Drittens, lerne die guten Punkte deiner Arbeiten hervorzuheben. Teile es mit Freunden oder mit deinen Familienmitgliedern, wenn du was Gutes geschafft hast. Und du wirst sehen, dass du automatisch mehr Selbstbewusstsein aufbauen wirst, weil sich dein Fokus auf die positiven Dinge legt. Du musst dich mit deinen Leistungen angeben und du sollst sie auch nicht größer machen, als sie wirklich sind. Aber wir Kreativen vergessen oft, wie wir anderen Menschen helfen. Viertens, leg deinen Perfektionismus ab. Perfektionismus füttert dein Imposter-Syndrom nur. Es gibt eine großartige Theorie, die besagt, dass wenn du mit deiner eigenen Arbeit zu 70% zufrieden bist, du viel mehr fertig bekommst und langfristig auch viel mehr erreichen wirst. Du wirst über die Jahre viel größere Fortschritte machen, wenn du regelmäßig Arbeiten beendest, mit denen du zu 70% zufrieden bist, als wenn du ewig lange an einem einzelnen Projekt sitzt, mit dem du zu 100% zufrieden sein möchtest. Fünftens, halte deine Erfolge nach. Auch dieser Tipp mag sich super simpel anhören, aber wenn man eher zu den leiseren Charakteren gehört, dann vergisst man ziemlich schnell seine ganzen bisherigen Erfolge. Wenn du eine Liste mit deinen bisherigen Erfolgen anlegst, ist das erstens schon mal für den Lebenslauf gut und zweitens hilft dir das auch bei zukünftigen Verhandlungen, denn du weißt viel mehr, welchen Wert du eigentlich hast und welchen Wert du an den Verhandlungstisch auch mitbringst. Nur wenn du deinen Wert kennst, kannst du auch wirklich faire Preise für deine Arbeit aufrufen. Sechstens, sei nett zu dir selbst. Erinnere dich an diesen Satz, wenn du dich das nächste Mal wieder fertig machst, weil irgendwas nicht gut gelaufen ist. Konstruktive Kritik ist super wichtig und man muss sich immer auch kritisch mit seinen eigenen Arbeiten auseinandersetzen. Aber es gibt einen riesen Unterschied zwischen konstruktiver Kritik und einfach nur Selbsthass. Lasse Zeiten zu, in denen du reflektierst und dich kritisch mit deinen eigenen Arbeiten auseinandersetzt, aber gönn dir auch eine Auszeit davon. Siebtens, lass dich auf neue Herausforderungen ein. Dieser Tipp ist leichter gesagt als getan, aber was passieren wird, ist, dass du an den neuen Herausforderungen wachsen wirst und auch wenn die ersten Gehversuche holprig sind, wirst du viel dabei lernen. Vielleicht entdeckst du verborgene Talente. Lass deinen Imposter nicht über deine eigene Zukunft entscheiden. So, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie geht ihr mit eurem eigenen Imposter-Syndrom um? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.